So, ich habe mich entschieden, das Wasser zu filtern, aber nicht alles, sondern nur ein Teil. Und zwar zuerst über Aktivkohlefilter und dann über Keramikfilter. Das meiste Wasser braucht man ja nicht zum Trinken, also für den Menschen selber innen, sondern eher für außen. Also deswegen tue ich nicht den ganzen Tank filtern, sondern nur das Wasser, das ich effektiv brauche zum Kochen, Trinken, ja, beim Essen und so weiter. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Eigentlich ganz einfach, ein zweites System neben dem normalen Wasser hier zum Abwaschen. Da braucht man nicht absolut reines Wasser, sondern einen zweiten Hahn. Die kann man kaufen bei eBay, sind extra für Osmoseanlagen, hat einen Anschluss für diese kleinen Schläuche, 6 mm, glaube ich. Sehr einfach, bohrt ein Loch, 11 mm oder 12. Und da kann man den anschrauben. Ist auch drehbar und hier kann man auf und zu machen. Ist jetzt noch nicht angehängt. Okay, das ist einfach die Wasserentnahme für gutes, gesundes, entgiftetes Wasser. So, jetzt kommen wir zum Filter. Ich habe das in der Waschmaschine montiert, weil ich da hinten noch Platz habe. Das sind zwei große Filter. Weiß gar nicht mehr, wie viel Zoll. Aber es gibt, glaube ich, nur zwei, die kleinen und die großen. Das sind die großen. Und da kommt zuerst Aktivkohlefilter und dann Keramikfilter. Ein- und Ausgang, die kann man schön zusammenhängen. Ich habe mich für dieses System entschieden. Erstens, weil ich schon einen hatte, ein Aktivkohlefilter. Da habe ich auch noch Filterpatronen. Zweitens, weil die Kartuschen größer sind, weil die Keramik, wenn sie zu klein sind, schnell verstopfen. Und diese Keramikfilter sind doch doppelt so groß oder noch mehr und die verstopfen ein bisschen länger nicht. Und sie sind auch von der Anschaffung her, glaube ich, etwa die Hälfte, also 20 Euro pro Keramikfilter und das geht noch. Okay, dann habe ich noch zusätzlich diesen Filter gekauft. Das heißt, wenn ich den Tank fülle, dann filtert der alles raus, was größer wie 40, was ist das Mikro? Keine Ahnung, muss ich noch mal nachlesen. Auf jeden Fall, der filtert schon mal den Schmutz raus, den, wenn jetzt an einem Fluss und da hat es viele Algen, der filtert das schon mal raus und man kann ihn reinigen oder unten hier das Kies oder Sand rauslassen. Der wird den ganzen Tank filtern und von da, das reicht dann zum Duschen und zum WC-Spülung und Abwaschen und so weiter. Der Rest wird dann eben über den Keramik gefiltert und alles, was ich einnehme. So, das Ganze wird ans Wassersystem angehängt und zwar hier, da habe ich schon vorgesorgt. Schlauch ist schon dran, T-Stück auch. Hier ein Hahn, ich kann jederzeit abstellen, der geht auch zu der Waschmaschine. Waschen muss ich auch nicht hoch, gutes gefiltertes Wasser haben. Also, das ist der Eingang und da geht es hoch zum Wasserhahn. Da hatte ich bereits schon einen Anschluss hier, und also ein Loch und dann geht es hoch zur Küche und jetzt schließe ich das an. So, jetzt sind die zwei Filter drin. Zuerst filtert man durch den Aktivkohlefilter. Und dann durch den Keramikfilter. Übrigens die Befestigung, ihr seht, ich habe da eigene Metallwinkel genommen und das im rechten Winkel angeschraubt und dann auch noch seitenverkehrt, damit er gegen Erschütterungen auch gewappnet ist. Dann hier, da ist ja nur leichtes Holz, da habe ich ihn noch zusätzlich angeklebt. Ihr seht den Leim, damit das Ding auch da bleibt, wo es soll. Und diese Wand da hinten, das ist starkes Holz, Mehrschichtplatten, das hält sicher. Da musste ich keinen Leim nehmen und es hat vier Schrauben insgesamt, ja. Da hinten ist der Wassereingang schon angehängt und jetzt kann ich das Teil füllen. So, da unten kann ich jetzt also den Hahn anstellen. Und jetzt, ihr seht, fängt es an zu füllen. Und ganze angucken, ob es auch dicht ist. Die Luft komprimiert sich jetzt, weil da noch zu ist. Jetzt füllt es bereits den zweiten Filter.
Jetzt mache ich hier noch auf, damit die Luft rauskommt. So, und jetzt füllt es bereits den Filter, entlüften. Jetzt warten wir. Der Filter scheint jetzt dann voll zu sein. So, und jetzt filtert es. Jetzt hoffe ich, dass der Druck reicht. 2,5 bar, es reicht. Ihr seht, es kommt raus ohne Luft. Jetzt muss man ein bisschen spülen. Das machen wir jetzt. Also tipptopp, der Druck reicht, ihr seht es. Am Anfang fließt das immer gut, mit der Zeit ist der Keramikfilter dann verstopft und das fließt immer weniger, das ist normal. So, jetzt habe ich die Wasserzufuhr abgestellt. Jetzt muss ich warten, bis der sich voll entleert hat. Und dann kann ich es dann richtig anhängen an den Wasserhahn, der drinnen ist. So, jetzt ist der Schlauch auch noch, der Ausgang angehängt und noch diese blaue Sicherung hingemacht. Und jetzt kann ich da unten wieder Druck aufs System geben. Und das Ganze füllt jetzt. Oben ist der Hahn hoffentlich zu. Ja, der ist zu, ich höre es an der Pumpe an. Das ist übrigens eine Flügelzellenpumpe, keine Membranpumpe. Und hier muss natürlich dicht sein. Für das gibt es dieses Teil da. Dann kann man schön anziehen. Das mache ich dann irgendwo da oben hin. So, also jetzt gehen wir rein. So, jetzt machen wir hier auf. Jetzt fließt das Wasser schön. He? Ja, tipptopp. He? Das ist jetzt schön gefiltertes, trinkbares Wasser. Gut. Tipptopp. So, jetzt habe ich diesen Zulauffilter auch noch ersetzt. Und was ihr hier seht, das habe ich ja schon lang montiert. Das ist Niveauanzeige. Einerseits habe ich die plus die elektronische, plus ich kann das da wegnehmen und Wasser aus dem Tank leeren für die Hunde oder den ganzen Tank leeren mit diesem Schlauch. Und eben auch Niveau, da sehe ich dann das Niveau. Sobald ich hier oben aufmache natürlich, dann sehe ich genau, was der Tank noch alles bringt. Ja, und die Waschmaschine, die ist natürlich berühmt unterdessen. Vor 4 Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal eine eingebaut. Unterdessen haben das ganz viele auch drin. Ja, soweit bin ich jetzt fertig. So, jetzt bin ich gerade am Wasserfüllen. Jetzt zum ersten Mal geht es durch diesen Filter, Hauptfilter. Der ist nicht ganz dicht da. Ah, da muss ich noch einen anderen Anschluss kaufen, vielleicht, ja. Auf jeden Fall wird es jetzt schön gefiltert, he? So, wie gesagt, ich musste da den Anschluss noch wechseln, weil damit das Zeug dicht ist, sieht jetzt auch besser aus. Und ja, jetzt muss ich hier nur den Schlauch da rausnehmen, kann da direkt den Gartenschlauch anhängen und füllen. Zusätzlich habe ich da noch ein bisschen Matte hingemacht, damit das Teil da nicht rumzappelt und schön, ja, da bleibt, wo es ist. So, also das Ding funktioniert jetzt super, schon ein paar Tage und bin zufrieden. Ja, so, das war es wieder von mir. Kleines Video über meine neue Wasserfilteranlage und ja, hier aus dem Appenzellerland bei herrlichem Regen. Aber es war jetzt immer wieder schön, ja, ich kann nicht klagen. Ja, das nächste Video ist dann von Ventil einstellen. Ich habe gestern Ventile eingestellt und ich zeige euch dann, wie man das machen kann. Beim Vario Motor OM904, soviel ich weiß. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und tschüss.